Deswegen will ich dir jetzt fragen, es ist komplett deine Entscheidung. Wenn du in keine Scheiße eingetrieben werden willst oder sowas, dann bleib da. Aber wenn du wirklich jetzt mehr aus deinem Leben machen willst und mit dieser Mafia funktionieren sollst, dann komm mit. Ey, was suchst denn du? Was suchst denn bei meinem Haus? Was hast denn du Ja, nix. da? Also ich habe jetzt Zeit für dich, wenn es ist. Ja, perfekt. Das wollte ich jetzt nicht, ne? Jawohl, also ich kann die Kontaktperson jetzt also schon kontaktieren, ne? Es gibt nicht da so ein Problem. Was dann? Sein Telefon geht gerade nicht so gut. Echt? Weißt du, was sich die Person immer herumtreibt? Ja, wahrscheinlich in. Warte, ich markiere das auf dem 130er. Navi. Ja, 130er, 130. Block. Block. schau jetzt um 130er. Will da einer fahren? Oh, warte mal, bleiben wir da. Park die da mal auf dem Gehsteig. Und warte ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Okay. Und ist er da? Na, also, na. Ja, weißt du, so hätte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ja, nicht. Ja, das ist ja so eine recht deppere Situation, ne? Ja. Weil eigentlich hätte ich sie schon schön vorbereitet gehabt. Eigentlich. Ja, aber da habe ich ein ganz wichtiges Detail übersehen. Hat die Nummer. Lass den mal verfolgen. Vielleicht ist es der Kontaktperson. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hallo? Hallo? Ja, wo von Ja, du bist nur eine Person, die weiß ich gerne. Passt schon. okay. Ah ja. Easy, genau so macht man das. Ich würde nicht wissen, wer das ist. Das hätte ich da aber auch sagen können. Echt? Ja. Was? Ja. Wer das ist? Ja. Wer ist war aber anders? Genau. Hä? Genau. Wer war das jetzt? Genau. Genau so ist es. Willst du damit danken? Gerade da mein Funkgerät. Kannst du nicht auffunken? Ah, ja, stimmt. Das habe ich gar nicht gedacht, warte mal, ja. Ich hab gerade den Elektro da oben gesehen auf dem Navi. Deswegen. Er hat ja eine Kontaktperson. Steigt hier mal aus. Steige mal aus, nicht steigt hier mal aus. Naja. Hey, hallo, kannst du mich hören? Ja. Ja, ich weiß schon. Yo, Drax, was geht? Jo, ich glaube, der Handy geht nicht, oder ich glaube, ich habe die Nummer nicht, weil ich kann dir nicht schreiben, gell? Ich würde dann nicht sagen, dass der. Ich habe den Dude dabei. Ja, dann hast du meine Nummer nicht. Ich hab's eigentlich müsste mein Handy gehen. Ich bin Robin auch gerade. Ja, ich glaube, ich hab deine Nummer einfach nicht. Ich glaube, wir haben das vergessen. Funke aus Deutschland. Jo. Was hast du gemeint? Du willst mit jemand reden? Ich muss mit jemand reden, oder was? Ja, weißt du nur, der ein, wie der erzählt hat. Der war jetzt halt da. Ich will mal, der dass du Typ das von der miteinander Mafia. redet. Genau, ja. Ja. Hast du einen Okay. Treffpunkt? Triffst du dich gleich mit ihm, weil dann suche ich gleich einen Treffpunkt raus und schicke ihn dir. Ich bin mit dem Auto in Ärm. Was war da mal? Er ist bei mir, normalerweise. Sitzt neben mir im Auto. Ich sitze neben ihm im Auto. Alles klar. Ja. Wo ist man hier? Ja, wo treffen wir uns denn jetzt? Gib mir kurz 2, 3 Minuten. Ich fahre wohin und schicke den Standort, okay? Okay, perfekt. Er braucht kurz zwei.
Dauert kurz 2-3 Minuten und schickt du den Standort. Hey, wie denn, wenn du nicht so Nummer hast? Ja, egal. Digga. Das schafft er schon. Was vom Gerät der Standort schickt, wird, glaube ich, noch schwierig. Ja, es geht schon. 2-3 Minuten. Ja. Weil da wechseln wir gar auf ein anderes Auto. Können wir ja nur einkaufen gehen. Na, bist du deppert. Will Auto in ihr. Digga. Ich komm nicht drauf klar gerade. Du bist wieder ein Auto in ihr. Wir wechseln auf den Mercedes, okay? Irgendwas für möglichst Unauffälliges. Ja, ist möglichst unauffällig. Genau, perfekt. Perfekt. Was hast du gesagt? Nix. Ich bin gleich da. Ja, wir sind schon da. Aber ihr seid erst. Wir sind schon die ganze Zeit da. Psst. Pist jetzt, Bert. Vor allem gerade ans Meer. Ans Meer, okay. Na, passt schon. Dass dann er mit dem LKW von hinten daherkommt und seine rammt. Pist jetzt, ich muss jetzt mal meinen Rumpf umschieben. Das erste mir genauso, ja, dass uns ja eine rammen kann. Digga, jetzt was ist denn mit dir? Vertraust du mir eigentlich? Das habe ich irgendwann gar nicht gefragt. Weiß ich noch nicht. Also eigentlich hast du es schon gesagt, dass du das schon tust, weil sonst warst du das nicht ja, da. Ja, eigentlich schon, aber es kommt drauf an, wie es jetzt die sind. Was geht denn da rechts ab? Ah, ich glaube, du ist er. Ich könnte da. Ich muss ja nicht empfangen, ich könnte da Hilfe gebrauchen. Ey, was geht denn? Was hast denn du drin, Alter? Ein kleiner Verkehrsunfall. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich hatte die Cops hinter mir, bin schnell abgebogen und dann hat es meinen Wagen umgekippt. Die Cops sind Gott sei Dank nicht da gewesen, aber. Oh shit. Ja, fuck, wenn du mich rammst, dann machst du dir dein Fahrzeug kaputt. Ja, können wir das gemeinsam aufstellen? Schaut ein wenig schwer aus, vielleicht können wir es gemeinsam schaffen. Ich lasse ihn dabei dann hier. Sonst wäre mit zu dritt dagegen drücken, dann drehen wir es schon irgendwie. Ja, probieren wir mal. Ich hab's auch schon versucht mit dem Fahrzeug umkippen, aber irgendwie. Ja, sonst geben wir die Reparaturkits. Ich hab noch. Ich kann dir noch ein Reparaturkit sonst geben, ja. Also ich hab nur drei. Ich hab drei dabei. Nee, du machst dir das Ding kaputt. Wir lassen ihn einfach hier stehen, scheiß drauf. So. Ja, wir. Also, sorry, okay. Jetzt durch den ganzen Action. Hab mich gar nicht vorgestellt. Ja, so, also. Ich bin Sandman. Ruhig. Oder wie? Genau, das ist die Kontaktperson, die jeder sagen wird. Und Hulz ist die Kontaktperson, die dir sagen wird. Ersten Kontakt immer ein bisschen vorsichtig, du verstehst. Ich muss zurzeit in der Stadt einfach ein bisschen leicht treten so, und vorsichtig sein. Okay. Ich hab das schon gesagt, das läuft viel Scheiße ab gerade. Ja, ich bin der Nikolai Artus. Guten Tag, Artus. Herr Artus. Ja, also du kannst mich auch Nikolai nennen. Alles klar. Falls ich dich überhaupt duzen darf. Klar. Ja, Flo hat mir, Drax hat mir schon von dir erzählt, hat gemeint irgendwie, dass er dich schon von der, dass ihr euch schon mal kanntet früher, wenn ihr euch schon mal in einer anderen Stadt getroffen habt und dass du ein ganz interessanter. Also das Kerl mit der anderen Stadt, du verwechselst ist was? Wir nicht, aber der Kollege von mir. Der Kollege war das. Ach so, genau. Oh fuck, okay. Aber der Kollege vertraut dir. Durcheinander gebracht. Ich bin mit den Kollegen von mir gut und ja, wir haben halt eine kleine Familie, kleine Villa am Hügel oben irgendwo. Ja, okay. Ja. Und wir zwar haben jetzt auch schon irgendwas da und ich finde, dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Ihr wohnt in den Hills oder wie? Ja, genau, in Winewood Hills oben. Ah, schöne Gegend. Ja. Ist schon ein schönes Viertel da oben. Okay. Deswegen bin ich auch eigentlich nicht so oft hier unterwegs. Weil wenn man hier irgendwo sein Auto abstellt, muss man schon Angst haben, dass die Reifen abmutschieren werden. Ja, Southside ist gefährlich. Hier ist viele Schießereien, viel Scheiße geht jeden Tag ab. Da haben sie recht, da solltest du, sorry, Mann, aber du. Ah, kein da solltest Problem. Du vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, so, er hat auf jeden Fall von dir erzählt und meinte, du hast Kontakte zu einer Familie, er ist jetzt nicht ins Detail gegangen, aber ich konnte mir den Rest dann schon denken und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht wärst du ein interessanter Geschäftspartner. Ich weiß nicht, hast du Interesse? Seid ihr noch
in Kontakt mit Leuten oder dem Import-Export-Geschäft? Du weißt, was ich meine? Aktuell sind wir eigentlich noch ein bisschen friedlich unterwegs. Wir haben uns ein bisschen wieder von den Geballere und Drogenzeug ein bisschen zurückgezogen, haben ein bisschen einen neuen Aufbau hier in dieser Stadt begonnen, so ein bisschen normal das Geld gemacht mit legalen Routen und so. Okay. Und ja. Are you sure about that? Jetzt wollen wir halt schon ein bisschen in die Schiene, dass man, ne, du weißt schon. Okay, verstehe. Aber ihr hättet doch bestimmt noch Kontakte irgendwie oder sag ich mal, ihr braucht doch auch bestimmt Geld oder könnt allgemein was vertragen. Oder habt ihr dem Ganzen komplett den Rücken gekehrt? So? Nee, komplett nicht. Also wir haben da schon ein paar Kollegen, die ein bisschen was für uns machen. Okay. So. Aber das ist so ein bisschen in die Staub, also es ist ein bisschen Staub gefallen. So bille. Okay. Maschinen dort. Bille. Sonst, ihr seid schon länger hier? Habt ihr hier in der Stadt gute Kontakte oder wie schaut's da aus? Was heißt gute Kontakte? Wir haben halt. Ich habe jetzt halt mit Drax ein bisschen Kontakt so ein bisschen aufgebaut. Hat gesagt, dass ja er eine krasse Zeit hinter sich hatte und so. Und was heißt, ja, Mechaniker habe ich als Kontakt. Ich habe jetzt halt noch nicht recht viel von dieser Stadt mitbekommen, so. Ich bin jetzt auch noch nicht so. Ja gut, dann ist es glaube ich gut, dass ich mich an dich gewandt habe oder dass wir uns kennengelernt haben, weil, also ich hatte da jetzt mal ein kleines Willkommensgeschenk, wenn man so will. Also nicht komplett Geschenk. Du gibst mir einfach was dafür zurück, was wir gleich ausmachen, wenn du es hast. Aber bis dahin kein Stress, kein Druck, mach dein Ding, versuch damit zu machen, was du kannst und ja, in der Stadt wieder Fuß zu fassen. Mhm. Okay. Also, wenn du willst, komm mal mit. Ich zeig dir mal kurz hier, was ich in meinem Kofferraum habe. Kannst du mal kurz reingucken? Sehr gut, Simon. Ich hoffe mal, es ist nichts Zerbrechliches. Nicht wirklich. So eine Vase oder sowas. Okay, schau mal rein und bedien dich. Okay. Also eine Vase ist dabei, wie ich gesagt habe. Ja, aber es ist Plastik, also alles gut. Okay. Ich werde dir gleich ein bisschen was dazu sagen. Warte, lass mich kurz nur aufschreiben, was wir da haben. Soll ich das rausnehmen, oder wie? Das ist alles für dich. Ach so, okay, dankeschön. Das ist auch bei Kopfverfolgungsjagden ganz gut. Oh fuck. Ja, oh fuck. Jo, also das ist schön. Quatsch, Jungs, das ist Sonnenwende. Nice, dass ihr jetzt keiner gelernt habt. Das ist sehr gut gelaufen. Noch die Nachricht. Ja. Easy. Alles klar. Kaum, es ist nur ausgegangen. Ja, das ja, ist vorne die Garage. Ja, ciao. Jawohl. Ich glaube, ich laufe dann unter der Brücke. Ja, was sagst? Ja, interessanter Typ auf jeden Fall. Ja, ich dachte ja so. Man kann ja wirklich viel vertrauen. Ich mit ihm reden können, aber mal schauen, wie schnell er das Ganze hinbekommt und dann. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Oh Gott. Ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl dabei. Da bist du. Oh, was du? Du bist aber weg. Ich hab's einfach weggefetzt. Ja. Ja, läuft. Ja, ich hoffe mal. Lass uns überraschen und schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe mir auch schon gewarnt, dass das bei uns gefährlich ist und so und dass ich das wirklich freiwillig da kann zu was einzwingen. Okay. Ja, wir müssen echt aus unserer Scheiße rauskommen und dann können wir mal richtig was machen. Ich muss mal schauen, wie ich mit ihm in Kontakt trete, dadurch, dass er jetzt los müsste. Ja, sonst kann er die Telefonnummer einfach schreiben. Ja, das wäre gut.
Genau, wir sehen uns. Also bis dann. Bis dann.